Herzlich willkommen, Leute. Es ist Kriegszeit im neuen Jahr. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr, dass alles in Erfüllung geht, was ihr euch so wünscht, was ihr euch vorgenommen habt. Ja. Ich habe mir nichts vorgenommen. Ich bin zufrieden. Ja. Von daher, ich nehme mir jedes Jahr vor, dass es auf Arbeit nicht so stressig wird, aber das gelingt nicht. Von daher lassen wir das weg. Und ja, ich würde sagen, also ich bin noch ein bisschen müde, ja, auch wenn heute schon Sonntag ist, aber egal, ne? Wir greifen an, Aufnahme läuft, okay. So, wie sieht es denn überhaupt aus? 39 Angriffe auf der gegnerischen Seite, 5300 Punkte, 95 Angriffe bei uns, 2800, ich kann jetzt nicht rechnen, also sagen wir mal so 60 Angriffe ungefähr. Ja. Wir werden uns strecken müssen. Lief bei vielen noch nicht so gut. Von daher gucken wir mal, ob wir das irgendwie auf die Kette bekommen, dass das ganz gut läuft hier. Es ist ein ganz schön wuchtiger Gegner, muss man sagen. Ja, also da sind schon ein paar spannende Defensiven bei. Wir klackern mal hier schnell durch. Und schauen mal, was so los ist. Ja, 4-9er haben wir mehr als genug, die wir hier angreifen können. Dann nehmen wir uns gleich den dicken Oschi. Ja, nehmen wir uns gleich den dicken Oschi. Alles gebreakte Helden. Dreimal kritische Truppe, okay. Ich glaube, die Jungs haben alle farblich gleich aufgestellt. Ja, alle blau-gelb daneben. Es wird uns bestimmt das ein oder andere an Nerven kosten. Dreimal gelb wollen wir mitnehmen. Dreimal gelb und zweimal grün. Dreimal gelb und zweimal grün. Dreimal gelb und zweimal grün. Dann machen wir das so und so. Und dann ist das ein sehr schlagkräftiges Team. Auf jeden Fall. Das wird mega gut. Ja, wir nehmen die grüne Steine Frick weg, das ist die Idee, ja, also Frick nehmen wir die Steine weg und dann spielen wir relativ viel hier in den Kollegen, dass er weg ist und relativ viele gelbe Steine in Freya, dass die auch weg ist und dann kümmern wir uns um den Rest, so ist der Plan. Ja, gucken wir mal, wie das Jahr beginnt hier, ja. Ich sitze heute so tief irgendwie. Ah, ist auch egal. Wir haben zumindest mal ein bisschen Farbe da. Wir spielen hier mal durch die Mitte. Das bimmelt wenigstens gleich bei Freya. Das gibt Grün in der Mitte. Musste die jetzt ihren komischen Lurch da setzen? Mal gucken, wird nicht reichen durch den Lurch wahrscheinlich, genau. War ja klar. Okay, dann reicht das auch nicht. Aber wir haben zumindest mal Eam-Check. So. Ja, das war klar. Okay, Morell löst aus. Das ist nicht so witzig. Wir brauchen dann mal Gelb, um irgendwie hier wieder an den Start zu kommen. So, wenn er Uda auslöst, dann haut sie uns einen raus. Das finde ich irgendwie blöd. Kann er Uda aus... Ah, Uda kann auch noch ausweichen.
Aouda kann ausweichen. Die hätte ich gerne jetzt weggeklatscht, muss ich sagen. Dann nehmen wir Yang Mai runter, wenn es reicht. Ja. Dann spielen wir den, dann haben wir zumindest mal Grün unter Frick. Oh, der war gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass er uns vielleicht nicht unbedingt den Heiler wegbläst. Danke dafür. Topspiel. Topspiel. Kleines Arschloch. Tja, was tun? Machen wir den. So, Frick löst gleich aus. Und haut uns hier die Hälfte weg. Oder alle. Immer mal sehen. Okay. Der hat zumindest mal getroffen. Das ist ja schon mal nicht ganz verkehrt. Aber wir haben halt nichts, was wir in Frick reinspielen können. Okay. Da, na, nun mal nicht so viel immer. So, jetzt hoffen wir mal, dass die vielleicht nicht permanent ausweicht hier. Okay, so dann hoffen wir das hier nochmal, dass die auch nicht permanent ausweicht. Danke dafür. So, Aouda trifft nur einen, deswegen war auch Frick wichtiger. Ja, natürlich nimmt sie den, der ein Special hat. Ja, wir können am Rand links nicht spielen. Dann spielen wir das hier, dann haben wir zumindest ein Match. Das gibt ein Doppelmatch. Jetzt wird das Bein langsam dicke, ja? Hier oben haben wir noch ein Match. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die Auto-Attacks vielleicht. Ja, das war okay. Na! So, und wehe, du Biest. Wehe, du weichst aus. Knappi, knappi. 84 Leben und 48 Leben. Eieiei. Eieiei. Okay. Das war Streich Nummer 1 hier. Ja, viel witziger ist das ja auch nicht. Nebel, Drake. Nebel, Drake und Hanitra. Na, Hanitra gilt jetzt nicht unbedingt als Ausweiche, als Heilerin. Dann machen wir das so. Ja, Ariel kann es cleanen. Na los. Let's fetz. Let's fetz. Oh, das sind aber keine Let's fetz Steine. Gucken, ob hier ein blauer nachkommt. Danke dafür. Hier haben wir ein gelbes Match an der linken Außenbahn.
was jetzt auch nicht der absolute Renner ist, aber wir machen den Diamanten, weil wir brauchen so oder so jetzt Bordbewegung. Das Board ist tot. Da läuft auch so alles dagegen, was man so, was dagegen laufen kann, ja. Als nächstes kommt auch noch Kalle Magni und haut da ordentlich drauf. Ah. Na. Ja. Das macht richtig Spaß. Ja, natürlich wird sie wiederbelebt. Ja, dann hier. Ja, und tschüss. Da fällt dir nichts zu ein. Da war nichts zu machen hier. So eine Scheiße. Sind aber auch alles immer ein paar Oschis hier, ja? Was machen wir denn? Ein bisschen Gelb haben wir ja noch. Und deswegen spielen wir das mal auch noch ein bisschen. Und danach können wir uns was anderes ausdenken, würde ich sagen. Da war eine Mutter mit bei. Ist das so? Nee, in Heimdall. So war das gewesen. So, wir nehmen Celine mit. Und Melindor. Der gute Melindor. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also, wenn wir die Gazelle anbekommen und wenigstens den ein oder anderen Stein, dann sollte das ganz gut laufen. Das geht alles genau so in den Gegner, wie ich es nicht haben will. Aber den Diamanten, ja, das Problem ist, er bringt mir nicht so richtig was. Aber wir können das so spielen, dann nehmen wir den Diamanten mal nicht. Gut, das war gut. Das war mal gut. Gucken mal, was hier nachkommt. Das war auch gut. Da ist ja mal richtig was Gutes dabei hier. So, wir nehmen als erstes mal den Heimdall runter. Probieren es zumindest. So, June löst so oder so aus. Dann können wir da auch mal reinbuttern. Wir haben im Moment noch den Schutz der Gazelle. Okay. Ja, was, ja, okay, der war wieder okay, aber wie gesagt, das Board gibt so, so wahnsinnig viel nicht her. Er wird wiederbelebt, das ist irgendwie auch blöd. Dann gehen wir jetzt mal da drauf, hoffen, dass er jetzt stirbt. Danke. Heilung, Celine auf alle. Hätten wir auch warten können, bis die Gazelle an ist, aber ist jetzt auch egal. No, Zenobia geht auf die Außen, glaube ich, ne? Dann hätte ich mal die Gazelle woanders hingestellt, aber ist auch egal. So, wir knallen jetzt erstmal sie weg. So, okay. Das sieht ja erstmal ganz freundlich aus. Sitz.
Ja, der war gut. Mit der Verstärkung von der Gazelle tun die dann auch richtig weh. Also der hat wenigstens geklappt, das ist ja schon mal was wert. Was haben wir hier noch? Ja, da können wir eh kein Gelb spielen. Oder eher ungern, sagen wir es mal so. So, irgendwie waren die letzten Mal immer angewiesen, in der verkehrten Reihenfolge. Ich glaube, ich habe es jetzt durchschaut. Ja. Ich könnte jetzt rechnen, aber bin ich wieder zu faul für. Ich glaube, so geht das. Er kriegt die Ninja-Truppe. Okay, so, warte mal. Wir gehen da mit drei Grün rein. Almo haut drauf, Marcel haut drauf, Elkan macht die Seite weg. Und wir haben ja relativ viel Lila. Dann lass uns doch mal ein bisschen Lila auch nehmen. Quarzi ist recht schnell. Jo. 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 Das machen wir. Jetzt werden wir gleich angeschissen, weil das Board leer ist von Steinen. Na, nee. Wir haben zumindest mal ein bisschen was Grünes. So, wir holen uns mal den grünen Diamant. Das ist schon mal gut. Ja, jetzt ist die Frage. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Ich mach's mal trotzdem. Ja, es reicht wieder für Buddy nicht. Ey. Es nervt mich an. Es nervt mich an. Aber wir haben auf der Seite hier noch ein paar grüne Steine drunter. Alice kann ausweichen. Na, ist egal, komm. Okay, keiner ausgewichen. Das ist schon mal gut. So, dann poppen wir den Diamanten. Das müsste ordentlich Schaden machen. Und ja, ich weiß. Buddy kriegt ihn nicht weg. Und ja, ich weiß, ich habe lilane Steine drunter gehabt. Aber die lilanen hätten nicht gereicht, um Elkan wegzukriegen. Und ich will nicht, dass der anfängt, mit mir zu stänkern hier. Okay. Dann können wir auch den Diamanten machen. Dann haben wir mal ein bisschen Luft hier wieder. Grün an der Seite schön. Beide am Start auch schön. Hier kriegen wir Lila zusammengedreht. Kriegen wir noch eine Beule, aber das ist nicht weiter schlimm. Das war auch gut. Also bis jetzt geht's noch. Mal gucken, ob das so bleibt. Zwei Angriffe haben wir noch. Oh je, 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 je. Haben wir denn für den noch was hier im Angebötchen? Was machen wir mit dem? Sie nervt auch ordentlich.
Also wir brauchen auch was, was schnell ist. Was schnell könnte sowas sein? Schnell ist das. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Wir müssen noch einen Heiler mit reinbasteln. Das wäre auch noch schnell. Und der Einzige, der jetzt nicht so richtig schnell ist, ist er hier. Aber er soll ja auch mehr heilen als schnell sein. Kriegt die 19er, das reicht. So, Ninja ausweichen, bis auf Kirill, alle sehr schnell. Da müssen nur noch Steine kommen. Das ist natürlich gegen 4-9er Team, das ist natürlich haarig, ne? Also da muss jetzt schon auch ein bisschen das Board mitspielen, würde ich behaupten. Gucken wir mal. Ich hätte mal darauf achten müssen, dass ich was zum Clean für diesen Schweinegiftschaden mitnehme, ja. Habe ich nicht dran gedacht. Okay, wir lassen das Gift noch kurz wirken, bevor wir heilen. Wir können ja schon mal. Ah nee, doch, wir machen mal. Und pusten das erste Mal schon drauf und spielen die da mal rein. Gut, hat also nicht geklappt. Sehr schön. Finde ich wieder besonders schau. So, der erste Nervbatzen ist erstmal weg. So, sie heilt. Sie heilt. Wir gehen auf die Seite. Wir probieren es. Okay, das Gift wird in der nächsten Runde das Problem klären. Wir müssen halt aufpassen, ne? Wenn ich jetzt in Uraeus reinspiele, kann das passieren, dass er auslöst. Lyanna hinten ist auch schon so gut wie ready. Wenn wir mal gucken, dass wir hier was machen. Die Heilerin soll natürlich nicht heilen, bitte. Okay. Bordbewegung, mir bleibt nichts über. Wo scheiße ist, dass die Heilerin jetzt Richtung zweite Aufladung geht. Das ist irgendwie blöd. Das ist irgendwie blöd. Wir spielen das so, dann haben wir nämlich. Okay, Lila geht auch mit rein. Mann, heil doch mal! Blöde. Ja, na klar, und jetzt rotzt du auf alle und bläst uns weg hier. Blöde Drecksau. Naja, dann konnten wir es wenigstens noch so hinbauen, dass die Nächsten es einfacher haben. Und mehr war da aber nicht zu holen. Besten Dank dafür. Tot. Fuck. Das lief gar nicht so schlecht, ey. Scheiße. Nee, also Snowfort tue ich mir jetzt nicht an hier. Was ist hier los?
Nehmen wir was Rotes. Rot hatten wir noch gar nicht gehabt heute. Rot hatten wir noch gar nicht. Also machen wir es mal in Rot. Die Roten haben mir schon mal gefallen. Wenn das mal immer so wäre. Dass die auch noch passend irgendwo reingehen, ja? So, wir brauchen Bordbewegung. Es ist nicht viel los hier. Das geht in Lila. Ja, so viel wollte ich jetzt eigentlich wieder nicht bewirken. Aber da fragt ja immer gar keiner nach. Ach Mann, ey, Poseidon. Lass doch gut sein. So, mal sehen. Kriegen wir die weggeblasen da hinten, bevor die uns hier irgendwie aus Versehen haut? Dann sammeln wir. Ah, ich nicht aufgepasst, dass die in Mariana gehen. Ich nicht aufgepasst. Jetzt hätte ich erst die Roten gespielt. Blöd. So, mal gucken, ob sie vielleicht ja, tatsächlich mal ein bisschen austickt. Ausgerechnet die, die sofort stirbt, kriegt natürlich mehrere Schläge ab, ist ja auch klar. So, dann gucken wir, dass wir den rausnehmen. Dann spielen wir das hier hoch. Dann haben wir nämlich noch mal ein rotes Match. Sie kann ausweichen. Sie nicht. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen was zurechtbauen hier, ohne dass wir die permanent auslösen, die Hugos. So, wenn wir Glück haben, tickt sie kurz aus. Naja, austicken war jetzt auch übertrieben, ja. Ach, wir machen das mal. Wir spielen mal da drauf. Was weg ist, ist weg. Von wegen weg, wa? Von wegen weg. Oh, weg. So. Dann probieren wir uns mal hier weiter was zurecht zu basteln. Ja, irgendeiner wird doch wohl treffen, oder? Tatsache. Ja, das war jetzt nicht spitzenmäßig, aber wie wir sehen, wir haben alle ganz schön zu tun. 254, das geht auch schlechter, muss man auch sagen. Aber bis auf den zweiten hätte man die anderen gewinnen können. Nee, das ärgert mich. Beim zweiten war nichts zu machen. Aber was soll's. So, wie sieht's denn aus? 39 hier und 72 hier. Jetzt sieht das aber gar nicht mehr so schön aus, ne? 30 Angriffe sind 1500 Punkte. Pi mal Daumen. Bei 5100, also wir liegen hinten. Aber hey, was soll's, ja? Wir geben alles wie immer und dann sehen wir uns im nächsten Krieg. Ja, haltet die Ohren steif, schönen Sonntag noch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.